Hallo, hier ist André. In diesem Video geht es um Hingabe. Es geht um Beziehung, sich wirklich in eine Beziehung hineinzubegeben, sich einzulassen und alles aufzugeben, was es verhindert, dass du in dieser Beziehung dich selbst erfährst, dich zutiefst liebst und darüber hinaus auch mit deinem Partner verschmelzen kannst zu etwas Neuem, was außerhalb von dem ist, was du vielleicht über Beziehung gedacht hast, über deine Vorstellung von einer Ehe, von einer Partnerschaft. Denn all deine ganzen Vorstellungen, all deine ganzen Konzepte, die verhindern eigentlich, dass du dich etwas hingeben kannst, was größer ist als das, was du vielleicht von Liebe bisher gedacht hast. Und da hört bei vielen es auf. Viele haben letztlich nicht den Mut, sich dieser Angst zu stellen, dass etwas in dir sterben muss, sodass du dich wirklich einlassen kannst, sodass etwas neu geboren werden kann. Eine Beziehung, wo du dich für etwas öffnen möchtest, was du vielleicht so in deiner Partnerschaft bisher nicht konntest. Du hast immer die Möglichkeit zu entscheiden, wie weit möchte ich gehen. Inwieweit möchte ich das überhaupt, mich damit zu konfrontieren, wie viel Nein ich in mir habe, wie viel Nein ich zu mir selbst habe, Liebe letztlich für dich eine Bedrohung vielleicht sogar darstellt, denn durch solche Phasen wirst du gehen, dass dir erstmal bewusst wird, dass du dich mit etwas abgefunden hast, was du wahrscheinlich so nie mehr in diesem Leben erfahren kannst. Vielleicht träumst du noch, vielleicht schaust du dir das an in Filmen, in Kinofilmen, was andere alles so erleben, aber etwas in dir glaubt da schon lange nicht mehr dran. Und das kannst du fühlen. Und ich spreche jetzt in diesem Moment auch bewusst dich als Frau an, dass du irgendwann aufgegeben hast, dich wirklich zu öffnen, weil du meinst, da ist so etwas Schreckliches in dir, so etwas Verrücktes, das kann nicht liebenswert sein. Und das ist so der Boden. Der Bodensatz von allem Leid, von allem Drama, was du kreierst in deinem Leben, dass du glaubst, du bist nicht liebenswert, wenn du dich wirklich zeigst, so wie du bist. Und jetzt stell dir mal vor, du machst das noch ein paar Jahre weiter. Wie sehr reißt du dir den Arsch auf? Wie sehr opferst du dich auf? Was tust du nicht alles, um letztlich geliebt zu werden? Und ich mache dir hier ein Angebot, wenn du darüber hinaus wachsen möchtest, wenn du nach Veränderung gefragt hast, nach innerem Wachstum und aus dem heraus wirklich dieses Ja zu dir selbst, zu der Liebe in deinem Leben wieder spüren möchtest, dann ist das ein Weg, ein Ruf an dein Herz. Mach auf, in dir ist so eine Kraft, die du aktivieren kannst, die du in dein Leben holen kannst, dass du wirklich wieder der Meister deines Lebens wirst und nicht mehr ein Spielball und ein Opfer deiner Emotionen, deines Selbstzweifels, wo du dir einredest, dass du dir nicht vertrauen kannst oder dass du nicht weißt, was du willst oder was der andere will und dass du ja sowieso zu doof bist, ja, und im Grunde nicht fähig bist zu lieben. Willst du diese Fähigkeit lernen zu lieben? Und diese Liebe letztlich in dein Leben zu bringen, wo du andere so manipulierst und so verändern kannst, wie du es brauchst, um glücklich zu sein. Und nicht dich zum Popel für andere Leute zu machen und dich ständig anzuzweifeln. Wo du dich selbst belügst. Das hat oft etwas mit alten Schwüren und mit Geheimnissen zu tun. Wo du Dinge übernommen hast in deinem Leben, die verhindern, dass du überhaupt wahrhaftig sein kannst. Aufrichtig, denn du musst dich für nichts zu schämen. Dir sind oftmals Sachen peinlich, die was mit deiner Liebe und mit deiner Hingabe an dich selbst zu tun haben, mit deinem eigenen Wesen, dich von deinem Wesen wirklich anzunehmen. Und das betrifft natürlich die Sexualität, das fließt in alles hinein. Und wenn du da erstmal dran bist, und das macht vielen Leuten Angst, dann siehst du, wie viel Nein, Nein in dir ist zum Leben, zur Liebe. Das möchte ich in ein Ja verwandeln, dass du siehst, ja, ich will. Ja, ich habe es verdient. Ja, ich will wirklich glücklich sein. Ja, ich will mich einlassen. Ich sehne mich zutiefst danach. Es gibt für mich nichts Schöneres. Für dich als Frau gibt es nichts Schöneres, als dich hingeben zu können. Das ist das Heiligste. Dafür würdest du alles loslassen. Jede Opferrolle, jede Aufopferung. Denn alles fließt dann zu dir. Dann wirst du Chefin.
dann kannst du deine Kraft leben, dich als Frau erfahren in dieser Hingabe. Und wie wenig Männer sind bereit, sich ihrem Ja zu stellen. Ja, ich will das. Ja, ich bin bereit, mich jetzt auf meinen Platz zu stellen und diese Rolle zu verlassen, die uns beide nur frustriert, wo wir beide uns immer nur verletzen und uns immer nur beweisen, dass wir ja doch nicht fähig sind. Bist du bereit? Seid ihr bereit? Ich spreche dich an. Das ist auch deine innere Frau und dein innerer Mann. Du hast beide Seiten in dir. Alles, was du im Außen erlebst, ist alles irgendwo auch in dir. Das heißt, wenn dein Mann nicht bereit ist, sich dafür zu öffnen, warte nicht auf ihn, fang du an. Das heißt, du transformierst die Situation durch dich selbst, durch dein Bewusstsein, indem du dich entscheidest, auch wenn du nicht weißt, wie es laufen wird, aber du kannst eine Entscheidung treffen, das kannst du jetzt tun. Ich will das. Ich weiß noch nicht, wie es werden wird, aber ich weiß nur eins, ich will das und ich bin bereit, mich darauf jetzt einzulassen, denn das andere habe ich jetzt jahrelang gemacht, den Scheiß kenne ich, ich möchte jetzt was Neues wagen. Denn es geht um deine Seele, um dein innerstes Wesen und nicht um etwas Äußeres. Okay, alles Liebe für dich. Ich hoffe, es hat dir Inspiration gegeben, ein bisschen Feuer auch. Und du kannst das nutzen, um aufzuhören, das anzuzweifeln in dir, von dem du weißt, dass es die Wahrheit ist. Also, alles Liebe, dein André.